Okay, gerade ist was passiert, womit ich nicht gerechnet habe und dementsprechend entspringt dieses Video hier auch sehr spontan. Denn gerade, beziehungsweise für euch gestern, kam unerwartet ein neuer Trailer zu The Ones Who Live, dem The Walking Dead Rick und Michonne Spin-Off. Ich saß so am PC, scroll durch TikTok und auf einmal sehe ich diesen Trailer und ich dachte mir, what the fuck, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe ihn mir angeguckt, ich habe mir Infos rausgeschrieben und wir werden den ganzen Trailer jetzt einmal hier kurz mal ganz fix durcharbeiten, denn wir haben sehr viele neue Informationen bekommen. Wenn ihr wissen wollt, was es für Informationen sind und was die Informationen uns mehr oder weniger zeigen oder worauf sie uns Hoffnung geben können, dann bleibt auf jeden Fall dran und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, allgemein dauert es ja gar nicht mehr so lange, bis wir The Ones Who Live bekommen. Sowohl in Amerika als auch in Deutschland. Lustigerweise sind die Release-Daten sind super geil für uns Deutschen zumindest. Darauf komme ich aber gleich noch zu sprechen. Erstmal muss ich mal kurz über den Trailer reden. Ganz oberflächlich betrachtet, der Trailer sieht super gut aus. Es sieht alles richtig clean aus. Aber das sahen die ganzen Teaser-Trailer und die ganzen kleineren Trailer ja auch schon. Und hierzu habe ich dann auch direkt eine Meinung und zwar... Auf der einen Seite finde ich die Trailer zwar cool, aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben im Prinzip einen großen Trailer gehabt und den immer in kleine Schnitte runtergecuttet und die dann immer so als Teaser veröffentlicht, weil inhaltlich ist es immer das Gleiche. Also es sind immer die relativ ähnlichen bis gleichen Szenen drin. Nichtsdestotrotz sieht er super geil aus. Wir bekommen super viele neue Eindrücke von den Sets, von den Charakteren, von dem Design dieses Spin-Offs. Und das sieht bis jetzt alles sehr gut aus, was es auch so sein muss. Denn das ist das letzte Spin-Off, was den Hype um The Walking Dead vielleicht nochmal auffangen könnte. Dead City war gut, kam aber nicht hundertprozentig bei allen gut an. Daryl Dixon, ähnliches damit. Und Fear The Walking Deads Finale war halt auch schwierig, beziehungsweise da die Serie auch zu Ende ist, ist der Hype halt nochmal abgeflacht. Das heißt, The Ones Who Live muss sich anstrengen und muss performen. Gehen wir aber mal auf den Trailer ein bisschen spezieller ein. Ich werde hier immer mal wieder Bilder davon einblenden, damit ihr überhaupt wisst, worüber ich rede. Und falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, checkt ihn gerne aus. Ich verlinke ihn vielleicht auch unten, dass ihr den ganzen Trailer am Stück mal sehen könnt. Zum einen bekommen wir sehr viele neue Einblicke zum CRM und auch zu Michonnes Gruppe. Sowohl optisch als auch inhaltlich. Zum Beispiel ist einfach geil grafisch dargestellt, wie gut das CRM es hat. Also zumindest der Ort, an dem sich das CRM in dem Fall aufhält. Es sieht alles schön aus, es sieht gepflegt aus, es sieht aus, als wäre da nie die Zombie-Apokalypse gewesen. Auf der anderen Seite hätten wir da Michonnes Gruppe. Alles heruntergekommen, halt so wanderermäßig, die halt immer von Ort zu Ort ziehen müssen und dabei halt auch auf ein paar Horden treffen. Apropos Horde, holy shit. Da gibt es, glaube ich, die größte Horde, die wir in The Walking Dead jemals hatten. Zumindest im TV. Und laut Trailer steht Michonne da ganz alleine vor diesen Millionen von Walkern und sieht so aus, als hätte sie Bock, die zu fighten. Und da sage ich direkt schon, wenn das passieren sollte, wenn Michonne es irgendwie schaffen sollte, allein durch diese Horde durchzukommen, dann ist für mich... Nee, das wäre ein bisschen too much. Aber allgemein bin ich froh, dass wir im Trailer sehr viel Walker gesehen haben. Sowohl auch eine potenzielle neue Variante, wobei man Variante nicht direkt als festes Wort nehmen darf. Wir sehen einen Walker, der so durchsichtig ist, also seine Haut ist durchsichtig. Man sieht seine Organe, Knochen und. Was eine Variante sein könnte, aber nicht sein muss. Es kann einfach irgendeine Mutation sein oder vielleicht wurde auch einfach der Haut abgezogen. Ich habe keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz sehen wir sehr viel Fights mit Walkern, mit großen Walker-Herden und wir sehen auch erneute Walker-Fight-Action mit Rick fucking Grimes. Und die sieht einfach nur Zucker aus. Allgemein muss ich sagen, optisch von den Klamotten her, sowohl die CRM-Uniform als auch die Klamotten von den, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, haben die überhaupt bis jetzt Namen, die Gruppe, wo Michonne halt mit unterwegs ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie einen Namen haben. Egal, die Reitergruppe nenne ich sie jetzt einfach mal. All diese Klamotten sehen ultra gut aus. Mir gefällt ja weiterhin dieses Design Richtung so mittelaltermäßigen, dass es einfach zusammengeschustert ist. Diese kleinen Details ist halt bei sowas wie zum Beispiel der CRM-Uniform nicht da, weil die einfach gemacht wurde. Wobei da die Frage ist, wieso haben die so gute Klamotten? Digga, das CRM ist ausgestattet, bis hingegen, klar, es wird erwähnt, das ist das stärkste Militär oder die stärkste Militärmacht auf dieser Welt noch ist. Und da geht's direkt weiter. Ich hoffe, dass wir dadurch echt mal mehr Infos zum CRM bekommen. Denn es gibt eine Szene, die könnte entweder einen Rückblick zu Staffel 1 sein, wo Atlanta mit Napalm zugebombt wurde, wo das CRM vielleicht schon seine Finger mit drin hatte. Oder es ist einfach eine ähnlich aussehende Szene, die einfach in dieser neuen Stadt spielt. Oder vielleicht ist es sogar Atlanta. Man weiß es nicht. Oder eher gesagt, ich weiß es nicht. Ein krasses Detail ist mir aufgefallen und ich glaube, das ist vielleicht den einen oder anderen noch nicht aufgefallen, weil ich habe es auch erst beim zweiten Mal schauen bemerkt. Der Trailer ist ja, stand jetzt, soweit ich weiß, nur im Englischen zur Verfügung. Auf jeden Fall sehen wir Rick ein paar Mal und hören ihn im Hintergrund reden. Er sagt irgendwie so, my wife, my choice, my daughter, my choice, keine Ahnung, irgendwie sowas so. My wife is my choice. My daughter is my choice.
im Prinzip sagt er halt meine Frau, bla 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 und meine Tochter. Und da ist der Punkt. Beim ersten Mal gucken dachte ich so, hä? Digga, du hast auch einen Sohn. Was ist denn da los? Warum erwähnst du den nicht? Bis mir aufgefallen ist, dass Rick gar nicht weiß, dass er einen Sohn hat. Das finde ich lustig. Und es macht auch nur Sinn. Und dass darauf geachtet wurde, finde ich noch genialer. Dass es in diesem Moment nur gesagt wird, meine Frau, meine Tochter, was ja 100% Sinn macht. Gut, Judith ist offiziell nicht seine Tochter, das ist ein anderes Thema, aber egal. Dass er das wirklich nicht weiß. Bedeutet, wir wissen auch, zu was für einem Zeitpunkt auf jeden Fall diese Serie spielen wird. Zu den Zeitpunkten und zu dem ganzen Ablauf komme ich gleich noch kurz zu sprechen. Wie gerade eben schon erwähnt, ich hoffe einfach, dass wir mehr Infos zum CRM bekommen. Wie gesagt, optisch sieht es schon geil aus. Wie gesagt, die Frage, woher die Klamotten haben, woher die diese gute Ausrüstung haben, was das CRM ist. An der Stelle, ich habe World Beyond immer noch nicht zu Ende geguckt. Und vielleicht wird es da erklärt, aber wir wissen ja so super wenig über CRM. Und die Frage ist, es sieht ja auch so aus, als würden die immer, also bei denen läuft ja. Woher? Wie? Wie schaffen die das, dass es da läuft? Hoffentlich Sachen, die hier thematisiert werden. Aber wie gesagt, nochmal kurz erwähnt, das Design einfach grandios. Besser als das von den CRM-Soldaten in Fear the Walking Dead. Das war einfach ass. Und bei World Beyond ging es schon so, aber hier das hier ist echt top. Terry O'Quinn. Der Typ wird einigen vielleicht aus der Serie Lost bekannt vorkommen. Und das ist der gute John Locke in Lost. Viel mehr Filme oder Serien von ihm kenne ich nicht. Aber nur zu wissen, dass er John Locke in fucking Lost war, sagt mir, dass er diese Rolle unfassbar rocken wird. Sein Design ist super geil. Er passt perfekt in diese Sergeant, Oberaufseher, was weiß ich, Rolle. Er ist perfekt da eingelebt. Es wird 100% funktionieren. Es wird episch sein. Ich liebe diesen Schauspieler. Er hat eine so besondere Art, diese Rolle umzusetzen, weil er immer eine sehr ausstrahlende, starke Persönlichkeit darstellt. Und das passt. Es passt super gut. Ich bin richtig gehypt, mehr von ihm zu sehen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr von seinem Background zu erfahren, weil er ist ja nicht aus heiterem Himmel da zum Anführer geworden, nehme ich mal an. Wird definitiv geil. Allein nur wegen ihm lohnt es sich bestimmt schon, die Serie zu sehen. Und dann noch wegen Rick Grimes. Ich finde auch in dieser einen Szene, wo Andrew Lincoln, also Rick Grimes und halt Terry O'Quinn, ich weiß gar nicht, wie seine Rolle heißt, bin ich mir gerade gar nicht sicher, wo sie kurz miteinander reden. Das passt so gut. Das ist so eine 100%ig gute Chemie zwischen den beiden. Das wird so episch. Und ich bin echt gespannt, ob er sich wirklich als CRM, ob sich das CRM wirklich als brutal böse herausstellt oder einfach als, okay, es ist halt einfach irgendeine Militärorganisation. Und was Terry O'Quinn dann da für eine Rolle spielt, das ist dann die andere Frage. Wird auf jeden Fall super geil. Und wir reden gerade von dieser Szene, wo die beiden miteinander reden, und da gibt es diese eine Stelle, die ich jetzt an der Stelle mal reinschneiden werde. Why are you here? Do you want to kill? Or do you want to die? Look in my eyes, sir. You tell me. Holy shit, das ist so fucking der Badass Rick aus Staffel 5 und 6, den wir kennen, den wir lieben, und ich glaube auch, optisch zu sehen, dass wenn er in den Fight-Szenen ist, er genau diese Art und Weise hat zu kämpfen, zu die Mimik, die Rick aus Staffel 5 hatte. Es ist nicht der Rick aus Staffel 8 oder 6, eher gesagt, wann ist er verschwunden? 6, 7, 7, 7, 8. Es ist aber auch nicht der Rick aus Staffel 2, es ist dieser Staffel 5 brutale, eiskalte, motherfucking badass Rick Grimes. Und ich habe Bock dazu, das habe ich in einem anderen Video schon gesagt, dass wir hoffentlich diese Art an Rick bekommen. Wobei man hier sagen muss, mit dieser Frage, bist du hier, um zu töten oder um zu sterben? Und Rick darauf keine wirkliche Antwort gibt, sondern nur so von wegen, ja, guck mir in die Augen und sag mir, was das, also was der Fall ist. Zeigt auch auf der anderen Seite, dass Rick natürlich auch irgendwo älter geworden ist. Und auf das Ende von Rick und Michonne, aber hauptsächlich Rick, komme ich, wie gesagt, gleich auch noch ganz kurz zu sprechen. Aber schon jetzt bin ich froh, dass wir augenscheinlich den Badass Rick bekommen werden. Dann gibt es eine Szene, die ich auch sehr interessant finde. Und zwar kurz nach der Szene mit dem Napalm über potenziell Atlanta oder ob es eine andere Stadt ist. Auf jeden Fall Napalm, Bomben, irgendwas wird bombardiert. Kurz danach sehen wir, wie Michonne mit anderen Leuten vor einem Gasangriff in der Stadt wegläuft. Und hier muss man sagen, ob diese Stadt jetzt Atlanta ist, weiß ich nicht. Es ist irgendeine Stadt und ich gehe mal stark davon aus, da so viele Leute sind. Und wir hier und da ein paar Bilder von vielen Leuten und Läden gesehen haben, schon in so Behind the Scenes, gehe ich mal davon aus, dass in irgendeiner Stadt sich ein paar Kolonien zusammengesetzt haben. Und da habe ich richtig Bock drauf, ein paar neue Kolonien zu sehen und dann zu sehen, wie das CRM mit denen umgeht und warum es so mit denen umgeht. Dann explodiert da noch irgendein halbes Hochhaus. Warum, weiß man ja noch nicht. Ich bin echt gespannt, woran das liegt. Plus der Aspekt, ich liebe ja nach wie vor allem durch Dead City, habe ich es nochmal gemerkt, ich liebe nach wie vor dieses heruntergekommene, apokalyptische Stadt-Feeling, diese Optik davon, feiere ich ja aufs Übelste. Deswegen bin ich gespannt, wie das da umgesetzt wird. Zu guter Letzt sehen wir dann im Trailer noch Rick, augenscheinlich zumindest, man kann ihn schon gut durcherkennen, Rick in CRM-Uniform. Wo dann nun die Frage aufkommt, ist er in der Uniform, um, naja, unterzutauchen, undercover da rumzulaufen, also sich so einzuschauen.
schleusen. Oder ist er vielleicht wirklich in dieser Uniform, weil er an irgendeinem Punkt wirklich mit dem CRM, für das CRM zusammenarbeitet. Und da komme ich dann mal kurz auf den Punkt zu sprechen, dass, wenn die Folgen released werden, es sind 6 Stück, by the way, am 25.02. auf AMC und am 26.02. schon auf Magenta TV. Finde ich geil, man wird nicht viel gespoilert, man hat einfach direkt die Serie, man hat einen Tag, wo man gespoilert werden kann und dann kommen die Folgen so. Ich weiß gar nicht, ob sie am Stück direkt kommen oder so häppchenhaft, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz 6 Folgen und es soll nur eine Staffel bleiben. Und jetzt kommt Folgendes. Meine Frage ist nämlich, wie sollen sie das in 6 Folgen alles unterkriegen? Denn wir haben, und das muss ich jetzt ablesen, wir haben Ricks Ankunft beim CRM. Wir haben Ricks Versuch vom CRM zu flüchten. Wir haben Michons Treffen auf die Gruppe. Wir haben Michonne in der Gruppe, das ist halt, wie sie da schon ein paar Tage am Leben ist. Dann haben wir potenziell den Rick, der sich langsam beim CRM einlebt und da halt mitarbeitet oder halt so tut, als würde er mitarbeiten. Dann hätten wir Michonne, die versucht, zu Rick zu kommen. Rick, der potenziell das CRM infiltriert oder halt da mitarbeitet. Das ist ja, wie gesagt, die Frage. Dann der Versuch von Rick und Michonne zu flüchten und nach Alexandria, Hilltop, Commonwealth oder irgendwo hinzugehen. Oder, und das ist jetzt die andere Variante, vielleicht auf beide einfach drauf zu gehen. Das ist immer noch eine Sache, die natürlich auch möglich ist. Und dann halt das potenzielle, wenn sie nicht gestorben sind, dann das potenzielle Wiedersehen mit Judith, RJ, Daryl. Und die Frage ist, entweder haben sie 6 extrem lange Folgen oder sind 6 sehr komprimierte Folgen, wo sehr viel Action auf Action auf Action folgt. Oder, und das ist meine große Angst an der Stelle, sie verkacken das ein bisschen, dass es zu viel für 6 Folgen ist. Und jetzt kommt noch der größere Punkt. Ich hoffe, es gibt keinen Cliffhanger. Ich will, wenn diese 6 Folgen zu Ende sind, einen Abschluss von dieser Serie haben, wenn da keine neue Staffel geplant ist. So, und das ist so ein bisschen meine Sorge, weil irgendwie, man will natürlich, dass Rick und Michonne sich treffen. Man will, dass sie zu Judith, RJ und Daryl und so weiter und Carol und bla und hin und her alle wieder zurückkommen und vereint sind. Aber auf der anderen Seite hat man auch noch Daryl Dixon, Staffel 2, Dead City, Staffel 2. Und diese ganzen Sachen sind ja noch zeitlich nicht zusammengekommen. Bedeutet, ich gehe echt stark davon aus, dass auch wenn die Serie The Ones Who Live gut sein wird, wir am Ende mit einem großen Cliffhanger rechnen können. Der dann in, was weiß ich, vielleicht Daryl Dixon fortgeführt wird. Oder in einem Special, in einem Film, in einer extra Staffel. Man weiß es nicht. Und das ist so meine Sorge, weil 6 Folgen sind extrem wenig für die ganzen Sachen. Und man muss sich überlegen, es ist ja nicht nur so, dass man sagt, okay, 5 Minuten Rick kommt beim CRM an, 5 Minuten Rick versucht zum Fliehen, 5 Minuten Rick lebt sich da ein. Das kann man ja irgendwie nicht alles so unter einen Hut bringen, so vernünftig, um es vernünftig zu erzählen. Davor habe ich ein bisschen Sorgen. Und wie gesagt, diese Serie ist mit einer der letzten, naja, Hände, die The Walking Dead gereicht werden, um sich nochmal an Land zu ziehen. Und da, wie gesagt, habe ich ein bisschen Sorgen vor. Nichtsdestotrotz bin ich vom Trailer so begeistert und ich freue mich so auf die Serie und es ist ja auch gar nicht mehr so lang hin, aber sie müssen richtig performen. Es sieht zwar alles gut aus, aber wenn es am Ende das große Ganze nicht passt, dann, naja, haben wir ein kleines Problem. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt abschließend sagen, Trailer geil, mein Hype ein bisschen mehr gestiegen, meine Sorgen sind aber gleichzeitig auch ein bisschen mehr gestiegen und das könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr den Trailer gesehen? Wenn ja, wie findet ihr es? Was denkt ihr vom Trailer? Grundlegend der Trailer und was denkt ihr zur Serie? Wie muss die Serie, also The Ones Who Live, wie muss die letzte Folge zu Ende gehen, damit ihr zufrieden seid? Oder werdet ihr auch zufrieden, wenn gesagt wird, ja, hier, Cliffhanger geht in Daryl Dixon Staffel 2 weiter? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr den Trailer natürlich noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch gerne mal an. Ist auf jeden Fall ein Hingucker wert, sage ich mal. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, euch hat dieses, ich sag mal, spontane Video, also zumindest aus meiner Sicht, gefallen. Wenn euch solche Themen interessieren, ob es The Walking Dead ist, ob es überhaupt Filme und Serien sind, Trailer, Reactions, Fun Facts, Theorien, alles in diesem Bereich, wenn euch sowas interessiert, checkt den Kanal gerne mal aus. Vielleicht findet ihr ja was, was euch gefällt und dann bleibt ihr einfach hier. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, jetzt möchte ich das Video aber nicht noch länger strecken, als es vielleicht schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf, naja, derselben alten Couch wie auch sonst immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.